Hallo, ich bin Galina. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie man Eisbein im Schnellkochtopf zubereitet. Dazu benötigen Sie ein Eisbein, einen Schnellkochtopf befüllt mit ca. 4 bis 5 Liter Wasser, 400 Gramm Sauerkraut, Salz und Pfeffer, eine Gemüsezwiebel, ein Lorbeerblatt, eine Möhre, drei Wacholderbeeren, drei Nelken und eine Kartoffel. Geben Sie zunächst in den Schnellkochtopf einen Esslöffel Salz, legen Sie das Eisbein hinein, schließen Sie nun den Deckel und lassen Sie das Fleisch 25 Minuten kochen. In der Zwischenzeit können Sie die geschälte Zwiebel in feine Ringe oder Halbringe schneiden. Die geschälte Möhre wird ebenso in Ringe geschnitten. Nun holen Sie das Eisbein aus dem Topf und legen Sie es zur Seite. Den Sud aus dem Topf benötigen Sie nicht mehr. Schütten Sie das Sauerkraut in den Schnellkochtopf samt die Flüssigkeit. Geben Sie nun Nelken, Wacholderbeeren und Lorbeerblatt in den Topf, ebenso die Zwiebel und die Möhren. Legen Sie das Eisbein auf das Sauerkraut und verschließen Sie den Deckel. Lassen Sie das Eisbein jetzt erneut 25 Minuten kochen. In der Zwischenzeit wird die geschälte Kartoffel grob gerieben. Öffnen Sie nun den Deckel und geben Sie den geriebenen Kartoffel unter das Sauerkraut. Lassen Sie das Kraut nochmal bei geöffnetem Kochtopf kurz durchkochen. Das Eisbein können Sie nach Wunsch würzen. Als Beilage für das Eisbein können Sie auch einen leckeren Kartoffelbrei zubereiten. Dafür wird die gewünschte geschälte Menge an Kartoffeln gekocht, gestampft und, falls gewünscht, mit Gewürzen abgeschmeckt. Damit Kartoffelbrei schön cremig wird, können Sie auch etwas Butter hineinlassen. Servieren können Sie das Ganze auf einem großen Teller. Bon Appetit!